viele Brezel laufen hier in der Stunde durch? 10.800 Brezel pro Stunde. Und Laugenstangen? Das sind ungefähr 12.500 Laugenstangen. Wie lange braucht eine Brezel vom Teig, bis sie rauskommt in den Froster oder bis sie rauskommt in den Verkauf? Also die Brezel durchläuft halt ungefähr 1,5 Stunden. Das heißt, wir haben die Zeit in der Herstellung plus der Gärzeit plus der Frosterzeit. Dann kann man ungefähr sagen, von der Teigproduktion bis hin sind ungefähr 1,5 Stunden. Es gibt ja auch Brezeln, die mit Hand gemacht werden. Was sind das für Brezeln? Also die Brezel mit Hand gemacht werden hier da an der Linie, wo wir gerade stehen, gemacht. Das ist unsere Linie 2, ist eine reine Handarbeitslinie. Und hier werde jetzt gerade aktuell jetzt 50 Gramm Brezel gemacht. Warum werden die mit Hand gemacht? Die werden deswegen mit Hand gemacht, weil es dafür keine Maschine gibt. Die gängigen Maschinen, die sind im Bereich von 85 bis 120 Gramm. Dann gibt es nochmal Umrüstsets auf größere Brezel. So ungefähr bis 200 Gramm ist so, das macht maximal machbar. Das bedeutet, dass man die kleine Brezel und die größere Brezel, das sind dann diese typische Bierzeltbrezel fürs Oktoberfest, dann 350 Gramm oder 250 Gramm, die werden hier von Hand gemacht. Wirklich Handarbeit. Was zeichnet eine gute Brezel aus? Ja, also da gibt es natürlich ganz verschiedene Meinungen dazu. Wir als Brezelhersteller sagen natürlich, dass der Brezelteig, der muss saftig sein und außen muss es eine feste Krume sein. Das ist das, was wir denken, was eine Brezel ausmacht. Es gibt natürlich, was man ja immer wieder sieht bei unseren Kunden, die ja natürlich diese typische Ditchbrezel, wenn sie aus dem Ofen rausfällt, mögen. Ne? Das sind halt Brezeln, die eigentlich ja sehr schnell gebacken sind und unsere Bäcker sagen, das ist keine richtige Brezel, aber der Kunde bestimmt, was eine richtige Brezel ist. Nicht wir. Ne? Das ist, so einfach ist das. Ja. Die Brezel werden überall verkauft. Wir kennen teilweise unsere Kunden ja selbst nicht, weil es einfach über den Großhandel verkauft wird. Ja. Ich glaube, die Ditchbrezel gibt es in der ganzen Welt.